überraschen. Bullets. Oh, Kacke. Oh nein, komm. Reiß sie zusammen. Reiß sie zusammen. Bullet, großer. Oh, da bist du, Gott sei Dank. Was ist mit meiner Taschenlampe los? Was ist hier los? Jetzt läuft der Hund schon wieder weg. Ah, Alter! Alter! Ach du Scheiße! Wir sind hier nicht alleine. Alter! Krass! Ich glaube, das war das, was hier gerade im Text beschrieben gewesen ist. Licht kann sie verletzen, ja? Alter, was sind das für Wesen? Alles klar. Dann nichts wie wieder zurück. Und Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blair Witch. Okay. Emmett Lanning braucht unsere Hilfe beim Weißen Baum. Hab ich eine Ahnung, wie ich da wieder hinkomme? Nein! Okay, komm, großer. Sieg! Find uns mal den Weg. Ja, jetzt habe ich natürlich auch nichts für dich zu schnüffeln. Bist du sicher da lang? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber okay. Der Hund wird's wohl wissen. Der hat definitiv die bessere Nase. Oh Mann. Großer, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich bin mir nicht sicher, aber... Oder? Sind wir hier lang gekommen? Doch! Du bist ein guter Junge. Ein guter Junge. Mr. Lanning? Ellis to base. Lanning, where are you? Still under the tree. Noch immer unter dem Baum? So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself. I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy. What do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Okay, aber wir haben ja recht. Emmett! You there? Emmett! Goddammit. Das ist wirklich Mist. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder. Von wo? Oh shit! Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Da, dahinter. Bleib hier, bleib hier. Bleib hier, Kleiner. Oh, shit. Jetzt sind sogar zwei. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Bleib schön hier. Okay, dich hab ich. Dich hab ich. Wo bist du hin? Was seid ihr für seltsame Wesen? Alles klar. Du bist weg. Waren es zwei? Oh, 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 von wo? Von wo? Da. Haben wir es geschafft, ja? Diese Mistviecher. Okay, wenn Emmett angeblich aber selber hier auch ist, Emmett Lanning, dann gibt es entweder mehrere Bäume
Oder aber wir halluzinieren das Ganze. Oder sind in irgendeiner Paralleldimension gerade. Ich weiß es nicht. Gut, wir haben gerade eine Nachricht bekommen. A message. But there's no reception. Tja, dann mach dir mal Gedanken. Gesundheitsanzeige. Okay, es ist immer besser, sich zu bewegen, als nur herumzusitzen. Leute, die sich nicht bewegen, haben eine 90% höhere Sterberate. Fang lieber an zu gehen. Okay, alles klar. Von wem auch immer diese Nachricht gekommen ist. Gut, was ist unser Auftrag? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja nach dem Jungen suchen. Aber so genau... Oh, warte mal. Ich muss doch erstmal unseren Kleinen hier. Der ist gut drauf. Der kriegt mal von mir ein Hundeleckerli. Come here, boy. Du bist so ein Feiner. Yeah, good boy. Hast mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Da, ja, lass dir schmecken. Genau. Und genauso auch das hier auf euch, ne? Schmeckt schön im Mund. Schmeckt schön im Mund. Okay, Bullet, komm. Wo lang jetzt? Ich habe keine Vermutung. Ich habe keinen blassen Schimmer. You got nothing? Kann ich den Landing vielleicht nochmal irgendwie kontaktieren? Wäre das möglich? Emmett, I know you're there. Please, answer me. Okay, also vorne geht's nicht weiter lang. In dem Bunker waren wir schon drin. Ich würde sagen... Na komm, lass uns zurückgehen. Lass uns einfach den Weg zurückgehen. Und gucken, ob wir den Sheriff finden. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wo lang. Hier ist auch so ein komischer Gang. Ist das der Weg zurück? Komm, wir laufen mal. Was ist da? Das ist doch der Weg, von dem wir gekommen sind. Na klar. Hier wollte ich gar nicht lang. Verdammt. Okay, also wieder zurück. Also doch wieder hier lang. Gott, das ist so bedrückend hier. Weil du wirklich nur im Dunkeln unterwegs bist. Du siehst nichts außer diesen... Dieses bisschen Helligkeit, was von dem Lichtkegel der Taschenlampe kommt, das ist echt nicht viel. So, wir laufen zurück. Wait, isn't that? It's Lanning's car. But how? It was a complete wreck just a moment ago. Das war richtig schrottreif. Oh, was ist hier los, ne? Was ist hier nur los? Okay, wir haben irgendeinen Zettel dran. Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Ah, fuck. Okay, wir sollen auf Kanal 3 umschalten. Sehe ich gerade. The light. Das Licht. Sage das Licht. Auf Kanal 3. Okay, von mir aus. The light? Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? Okay, ich soll die Scheinwerfer anschalten, ja? Und dann bricht hier gleich die Hölle los, wa? Na gut, wenn das mein Auftrag ist. Super. Oh, Großer, was hast du denn? Hey, who? Where'd you find him? Ja. Ich vermute mal, das sind die Autoschlüssel, wa? Good job, buddy. Okay, so. Der Kleine hat die Autoschlüssel gefunden. Gut, dann starten wir mal die Karre hier. Oh Gott, wer weiß, was gleich passiert, ne? Ich will gar nicht hingucken. Ah, no battery. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Damit geht die
Motorhaube auf, ja? Ach, spitze. Okay, Batterie da. Ja, die ist ja abgeklemmt. Wer klemmt denn bitte die Batterie ab? Und ob man das so mit den Fingern anfasst? Shit. Oh, Kacke, komm. Wait here, buddy. Das klingt... Was ist denn das für ein Gerausch hier? Achso, ich kann Radio anschalten und ausschalten, ja? Was haben wir hier? Oh nee. Die Sicherungsabdeckung befindet sich unterhalb des Lenkrads. Um ein potenzielles Problem zu identifizieren, prüfen Sie bitte Folgendes. Hier sind die ganzen Positionen mit der Beschreibung und die Art der Sicherung von 10 bis 25 Ampere. Okay, Frontscheinwerfer ist Position 9. Und Position 7, also 7 und 9 sind die Frontscheinwerfer. So, nochmal Licht anmachen. Geht nach wie vor nicht. Ich hab's vermutet, ich hab's schon befürchtet gehabt. Und da ist der Sicherungskasten. 7 und 9. 7 muss mit 20 Ampere und 9 mit auch 20 Ampere passiert werden. Okay, alles klar. Das sind kaputte Sicherungen. Die fliegen gleich mal raus. Okay. Also 9 müsste funktionieren. Was ist auf 6 drin? Eine 20 Ampere Sicherung. Das ist der Zigarettenanzünder. Völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Dann nehmen wir die und setzen die hier rein. So. Oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nicht gleich der Weltuntergang. But how? Okay. Also Weltuntergang ist es nicht, aber es ist jetzt gerade ziemlich eigenartig. Wir sind nach wie vor im Wald, in einer anderen Position. Now I'm really losing it this time, aren't I? Yeah, my thoughts exactly. Alice, ich glaube das mittlerweile auch. So ganz... Bullet, seek! So ganz normal ist das hier nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Wald daran schuld ist. Oder die Hexe. Ich vermute mal, dass vieles liegt wohl an dir. Weil der Wald sieht cool aus. So ist es nicht, ne? Nothing, eh? Okay, Bullet. Müssen wir vielleicht hier runter, ja? Na, komm her. Ich wag mal den ersten Schritt. Sonst geht ihn ja keiner. Alles klar. Die nächste Nachricht. Bullet! Nachrichten. Jess. Okay. Hey, ich werde ständig zu der Mailbox weitergeleitet. Ja. Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich weiß ich gar nichts mehr, warum ich in letzter Zeit viel über uns nachdenke oder nachgedacht habe, okay? Gehst du mir aus dem Weg oder bist du noch immer im Wald unterwegs? Ja, ich glaube eher das Zweite. Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil eigentlich weiß ich... Hat es doch gerade schon mal gesagt, oder? Okay, die letzte hier. Melde dich, wie du kannst. Bis dann. Wer weiß, wie lange wir schon wieder jetzt hier in diesem Auto gehockt haben. Oh, Emmett, du machst mir echt Sorgen. Emmett. Alice, du machst mir echt Sorgen. Okay, Kleiner, komm. Such. Such. Bullet! Suchen. Search. Wonach auch immer. Irgendwas, was uns weiterhilft. Wie wir vielleicht hier rauskommen. You got nothing? Gut, dann halt nicht. Dann machen wir uns hier auf den Weg. Ich höre irgendwie Wasser. Kann das sein? Dass hier ein Fluss oder irgendwas in der Nähe ist?
Oh ja, Tatsache. Bullet, ich komme. Lauf nicht zu weit vor. Unserem Alice geht's eh schon nicht so gut. Ich habe keinen Bock auf die nächste Panikattacke, wenn ich ehrlich bin. Stay, stay. Oh nein, jetzt läuft er vor. Bullet! Okay, also da müssen wir rüber, ja? Und hier am Flussbett liegt nichts mehr rum, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Komm mal her, Kleiner. Jetzt läuft er schon darüber. Ich würde mich hier gerne nochmal vorher umgucken. Okay, hier scheint nichts zu sein. Na gut. Wenn es so ist, dann rüber. Oh God, it's freezing. It's gonna be worth it. Okay, klitschnass, durchgefroren. In einem fremden Wald, in dem ein böser Geist haust. Und ich bin mittendrin. Das war doch klar. Das war doch wieder klar. Aber das mit dem Auto war schon witzig gerade. Okay, Bullet. Mäuschen, komm, such mal. Du findest also wieder nichts, ja? Nothing there, huh? Kann ich hier drunter? Das geht sogar, okay. Ja, ist hier irgendwas? Da liegt was. Da liegt was. Ein weiteres Foto. Das ist Barbara, ja? Eine weitere verschwundene Person. Mittlerweile habe ich, glaube ich, schon 4 oder 5 Fotos gefunden. Oh, oh. Es wäre natürlich schön, irgendwie einen Teil der Leute zu retten, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es so kommen wird. Fragt mich nicht warum, das ist einfach nur Intuition. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so kommen wird. Bullet? Was denn? Warum bleibst du denn da stehen? Komm, wenn du schon mal hier bist, kriegst du mal eine Streichleinheit von mir. Good dog. Wir müssen ja unsere Beziehung pflegen, ne? Wenn es darauf ankommt, brauche ich dich. Auf euch. Okay. Come here. Und jetzt suchen. Heal. Bullet, search. Ja, Bullet kann ja nichts finden. Ich habe ihm einfach noch nichts gegeben, woran er mal riechen könnte. Aber er könnte ja trotzdem einfach mal die Umgebung hier ablaufen und nicht da hocken bleiben. Was ist denn los mit dir, Kleiner? Oh, oh. Da ist was. Two sets of footprints. Tatsache. Both heavy set. Male. One's barefoot. Einer von ihnen ist barfuß. Oh, oh. Okay. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Kann es sein, dass vielleicht Emmett Lanning, der Sheriff, Raucher ist? Dass wir hier deswegen überall im Wald vor allem die gleiche Marke immer wieder finden? What is it, Bullet? Oh, oh, was ist das? Alright, good boy, good boy. Ich sehe irgendwie einen Spaten, oder was war das gerade? It's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Oh nee, jetzt sag. No, no, it can't be, eh? Emmett! Oh, Scheiße! We were just... I don't understand. Emmett. Oh God. Fuck. Oh nein, das ist Sheriff Lanning. Oh God, you. No, you deserve better than this. Wie haben sie denen zugerichtet? Selbst Zähne rausgerissen, Alter. Oh, das war übel. Neck wound. Deep.
And his head is... Oh, God, it's barely hanging on. Das ist gar nicht cool. No one deserved it more than him. Das bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Glaub mal. Er hat was in der Hand. Er hat was in der Hand. Ich kann allerdings mich jetzt da nicht umgucken. The killer... Oh, skinned his face. Clean cut, probably post-mortem. Okay, vermutlich post-mortem, also nach seinem Tode. Completely different MO than the decapitation wound. The landing was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. Das kann auch durchaus sein. Annetta, okay. Eine weitere Frau, die verschwunden ist. Gut, was nun? Oh. Sheriff Lending, das tut mir echt leid. Ich hätte ja gesagt, ich räche dich auf jeden Fall, aber... ich bin so froh, wenn ich selber überlebe. Okay. Bullet? Bullet! Come here, boy. Wo bist du? Die KI ist aber auch nicht gerade die cleverste, ne? Ich sag, er möchte herkommen. Oh, du hast was gefunden. Ein Film. Alles klar. So, warte mal. Wo ist denn Emmett jetzt hin? Ach, da liegt er. Okay. So, ich habe einen Film für die Kamera gefunden. Also genauer gesagt, Bullet war das. Video ansehen. Das ist nicht die Kassette, die ich sehen wollte. Na los, komm. Das ist eine andere Kassette. Wo ist denn die Kassetten? Wo sind die Kassettenauswahl? Die Gefahren, Brotkrumenspur, der Hinweis. Das war das gewesen. Freundesmord? Oh, das ist es. Was ist das denn für ein Typ? Oh nein. Das ist ja echt krass. This is no longer just a missing person case. Okay. Come on, Bullet. We gotta finish this. It's. Das ist der Spaten. Okay. I swear. Das kann ja auch Bullet zeigen. Na, komm mal her. Bullet, zeig dir das mal. Here, boy. See if you can find it. You got nothing? Doch, der Hund hat eine Spur. Das ist gut. Aber ich wollte mal eins ausprobieren. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, Lending irgendwie zu retten? Warte mal. Mal so hinstellen, um zu gucken, ob sein Leichnam immer noch da liegt. Der Freundesmord. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? So, der liegt jetzt da. Okay, aber Lending liegt hier immer noch. Also ich kann den Mord nicht ungeschehen machen. Gut, er wurde einfach hinterrücks mit dem Spaten. Tja. Klingt hart, aber mit dem Spaten erstochen, ne? Das will man eigentlich auch nicht haben. Okay, Lending. Es tut mir leid. Ich
Ich versuche, den Mörder zu finden. Bullet, ich komme. Wo bist du? Da. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared about everything and everyone. Even me. We really saw eye to eye, but never gave up. Not even after letting down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Alles klar. Das ist ja echt übel. Ach, so total zugerichtet, ne? Die Zähne rausgerissen. Oder ausgeschlagen. Warum steht hier eine alte, runtergekommene Hütte? Ja, Rosa, ich komme gleich. Ich wollte mal hier gucken. Wisst ihr, hier ist nämlich was. Hier liegt doch was. Erste Anklage. Verstoß gegen Artikel 52 der Generalstatuten von North Carolina. Zeigt offensichtliche Verachtung und Abneigung gegenüber nationalen Symbolen, unserem Militärdienst und den patriotischen Soldaten, an deren Seite er einst die Ehre hatte, dienen zu dürfen. Okay. Was auch immer zeigt eine Abneigung gegen staatliche Symbole. Was oder wer? Okay, eine weitere Holzschnitzerei. Ich bin mal gespannt, wofür die gut sind. Ob ich die hinter noch brauche? Wo bist du? Da. Warte, Kleiner, ich komme. Okay. Ein echt cooles Moor, ne? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Das kann nicht der Weg zurück sein. Also wenn das der Weg zurück ist, dann bist du... Ja, dann wirst du wirklich verrückt. Also dann... Aber es war ja der einzige Weg, von dem wir hätten kommen können. Das muss der Weg zurück sein. Da liegt was. Oh shit! Was ist hier los? Ich muss laufen, ja? Ach du Kacke, was ist denn hier los, ey? Der schießt mit uns. Oh nein, wir... Kacke! Das ist schon wieder... irgendwie sein Trauma, was sich gerade bemerkbar macht. Oh Mist. Lauf, lauf! Komm! Oh Kacke! Bullet, wo bist du? Ich sehe dich nicht! Bullet! Was ist das bitte für ein riesiger Baum? Mann. Komm zu mir, Alice, ja? Shit, no, not now. Come on, work. Was ist mit der Taschenlampe los? Ach du Kacke. Okay. Also ich soll mich jetzt hier durchquetschen, ja? I hope you know where you're going, boy. Shit. Das ist doch nur seine Fantasie. Das kann doch unmöglich real sein. Also ich traue der Hexe ja wirklich viel zu, aber dass die einfach mal so von vornherein ganze Landstriche... Oh, 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 oh. Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Oh ne, so ein weiteres Hexentotem. Komm, mach kaputt. Okay, ein weiteres Foto von einer vermissten Person, Fabian. Alle mit dem Gesicht in Richtung Wand gelehnt. Und dann wird von denen ein Foto gemacht, genau wie im Film auch. Überall um mich rum sind diese Geräusche und ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo es lang geht.
Ich habe keinen Schimmer, wo es lang geht. Übel, echt übel. Das geht immer tiefer, ja? Bullet! Where is that dog? Bullet! Jetzt lässt er mich schon wieder hier im Stich. Where are you, buddy? Wobei, ich glaube nicht, dass es real ist. Also, das wäre ja der größte Baum der Welt. Unmöglich. Oh, 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 oh. Shit. Komm. Bullet, wo bist du? Wolf. Oh mein Gott. Fuck. Okay, da sind wir gerade runtergerutscht, ja? Oh, Scheiße, wo ist der Hund? Bullet! Where's that dog? Bullet, where are you? Schon wieder ein Foto. This again. Hier drauf lässt sich aber wirklich gar nichts erkennen. Lucas, okay. Was ist mit Lucas? Da soll ich runtergehen, ja? Oh nein, bitte nicht, kommt. Oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich will doch nur hier raus. Scheiße. Stuck. Nein, komm, du steckst nicht fest. Du steckst nicht fest. Bitte nicht. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Komm, Alice. Na los. Oh, thank God. Bullet! Wo ist der Hund nur hin? Wo ist der Hund nur hin? Where's that dog? Where are you, buddy? Over here. Okay, ich komme. Komm, lass es nicht die Hexe sein. Lass es nur ein Hirngespinst von ihm sein. Bitte. Ich kriege hier unten, in diesem Dickicht, ich weiß nicht wie viele Meter unter der Erde, kriege ich eine Nachricht, ja? Where's that dog? Ich glaube auch. Ich habe kein Signal, trotzdem eine Nachricht bekommen. Ich lache mich tot. Eine Sprachnachricht sogar. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Ja, toll. Telefonbuch? Sprachnachrichten. Okay. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Alles klar. Sierra, Echo, Inferno und Erniedrigung, Rache. Ich glaube auch. Ich bin froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Ist das die Stimme von Jess? Von seiner Frau? Wie auch immer. Oh, Kacke, sieht das hier aus. Und das alles im Dunkeln. Bullet, where are you? Lass mich raten, du liegst bestimmt gerade in irgendeiner Ecke. Und hast wieder... Oh, Kacke. Das war ein Schädel. Du liegst doch bestimmt in irgendeiner Ecke und hast gerade irgendwie wieder einen panischen Anfall. Nein. Shit. Komm, reiß dich zusammen.
Alice. Alice, komm. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what happened? Oh, you know what happened. This is on me. Adam Shannon, Peter's brother. Oh. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt there was something I had to do. Had to, but couldn't. Oh, Bullet, da bist du ja, Gott sei Dank. Yeah, how did we end up back here? Wir sind ja beim Zeltlager, das gibt's doch gar nicht. Wieso sind wir wieder beim Zeltlager? Oh, easy boy, no need to be scared. What's the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Komm her, erstmal hier kaputt machen. Easy boy, it's gone now. Marius. Okay, ich weiß mittlerweile echt nicht mehr, wie viele vermisste Personen das sind. 6, 7 Stück, kein blassen Schimmer. Erneut zu einer Holzschnitzerei. Oh weia. Oh weia. Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu dem Sägewerk im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichte hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existiert nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit geriet. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. Gut, wir haben gerade nochmal einen Schlag aus seiner Vergangenheit gesehen. Da ging es um den Einsatz des verschwundenen Peter Shannons, und zwar genau gesagt um den Einsatz seines Bruders. Und dann scheint wohl auch ein bisschen um seine Vergangenheit bei der Army. Das hat ihn wohl beides ziemlich geprägt. Okay. Gut, was nun? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bullet? Bullet! Wo lang? Komm, sag an. Such! Such, Großer! Nothing there, huh? Okay, verdammt. Aber warum sind wir schon wieder hier? Warum sind wir schon wieder hier? Was sind das hier für Malereien drauf? Irgendwie. Keine Ahnung. Eigenartig. Sieht aus, als wenn hier ein Körper abgelegt worden wäre. Gut, wir machen weiter. Auf und davon. Wo führt uns das hier hin? Wo führt uns das hier hin? Immer tiefer in den Wald. Oder immer tiefer in die Wahnvorstellung von Alice.
Also ich glaube ja, der Wald wäre nur halb so, so schlimm, wie wenn sein Trauma nicht wäre. Da geht's auch lang. Von da komme ich. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Da ist auch ein Weg. Ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Ach du Scheiße. Komm, wir laufen einfach mal. Okay, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Irgendwo tief im Sumpf. Kein blassen Schimmer. Nein! Nicht ernsthaft! Oh nein. Ich verrecke hier jämmerlich.